Hallo zusammen, da bin ich wieder, euer Gotti. Und mit dem Maid mal wieder als Versuchskaninchen, Vorzeigeobjekt, wie auch immer. Und hier stellen wir jetzt die Reverse Butterfly, Reverse fliegenden Maschine müsste es eigentlich heißen, vor. Für den Rücken, vor allem für den oberen Schultergürtel, für den hinteren Delta, sehr gut. Trainiert auch den Trapez ein bisschen mit, je nachdem, worauf man ankommt lässt. Ist aber vor allem eine richtig gute Auspowerübung. Weniger eine Grundübung, wo ihr mit viel Gewicht arbeitet, um Grundmasse aufzubauen. Aber am Ende des Trainings oder auch beim Schultertraining für den hinteren Delta sollte sie eigentlich nicht fehlen. Die sollte in dem Plan irgendwo immer auftauchen. Kann ich nur empfehlen. Und jetzt zeige ich mal, welche Varianten man beachten kann, besonders bei dem Griff. Und wie immer schauen wir zuerst mal, wie der Maid das macht. Und ich sage ein bisschen was dazu und danach bin ich dran. Einstellungsmöglichkeiten haben wir hier nur eine, Höhe des Sitzes. Der Maid hat, ja, ich würde es ein bisschen höher machen, den Sitz, sodass du leicht auf bis unter Schultern den Griff hast. Er lehnt sich hier nach vorne, bringt den Hintern richtig raus und wählt vor allem den Innengriff. Hier ist es ganz wichtig, eine Spannung aufzubauen. Ihr kommt zurück und haltet das für eine Sekunde, vielleicht sogar für zwei. Ihr dürft ihr ruhig übertreiben. Stellt euch wirklich bildlich vor, wie hier alle Kugeln rauskommen. Die ganze Rückenmuskulatur, wie bei einem Halb rauskommt. Jeder Kopf kommt hier raus. Genau. Nicht zu weit nach hinten. Ihr müsst eigentlich nur auf einer Ebene sein. Selbst wenn ihr ganz gelenkig und dehnbar seid und weiter zurückkommt, müsst ihr hier gar nicht. Zurück. Alles richtig anspannen. Hier muss man ein Blatt Papier einklemmen können und dann wieder nach vorne. Bei der Bewegung nach vorne könnt ihr sogar die Schultern mit nach vorne führen und dann wieder zurück. Okay, danke. Ich bevorzuge hier eher den Griff, Hammergriff, kann man es so nennen, und führe dann quasi mit der Handkante, mit der Seite die Bewegung voran. Dadurch nehme ich, das ist eigentlich nur eine reine Komfortsache, wie ihr euch wohler fühlt. Und dann von den Schultern nach vorne, wie das bei jeder Rückenübung so ist, gehen wir jetzt all the way nach hinten. Alles anspannen, halten. Einatmen, wenn ihr wieder nach vorne geht, Schultern nach vorne holen. Das war es eigentlich schon. Mit der Maschine kann man nicht viel falsch machen. Wie gesagt, einzig und allein auf die Sitzhöhe achten, dass ihr das irgendwo hier oben macht. Ansonsten entwickelt ein Gefühl dafür und ihr werdet einfach mehr spüren, wenn ihr mehr Kontrolle reinbringt. Kontrolle bringt ihr immer rein, indem ihr es in der Spitzenkontraktion einmal haltet für eine Sekunde und dann langsam zurücklasst. Das war's schon wieder von uns. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Gotti.